Herzlich willkommen beim CVNRW. Dirigieren vollzieht sich in drei Ebenen, die ich jetzt etwas näher beschreiben will. Wir haben zunächst die waagerechte Dirigierebene, auf der die einzelnen Taktzeiten auftreffen. Der Impuls, der senkrechte Impuls, der 1, die 2, die 3, die 4, die nach oben führt, alle nähern sich der Dirigierebene der waagerechten an. Nur die 1 trifft exakt auf diese Dirigierebene auf. Die zweite Ebene ist die senkrechte Ebene. Die entsteht dadurch, dass wir eine Fallhöhe haben, etwa für die 1 oder auch eine aufsteigende Bewegung nach oben. Wenn ich diese beiden Ebenen miteinander verbinde, ergibt sich eine Dirigierfläche. Das ist sozusagen das Fenster, in dem wir als Dirigenten unsere Tätigkeit ausüben. Aber in diesem Fenster können wir nicht mehr tun, als die Musik in der Zeit ordnen. Das kann der Metronom noch viel besser als wir. Erst dadurch, dass wir auch den Raum nutzen, also die dritte Ebene hinzunehmen, erst dadurch können wir den Ausdruck der Musik beeinflussen.